Das Besondere an dem Foto ist, dass ein Teil von mir zu erkennen ist. Weil als Fotograf stehe ich immer hinter der Kamera. Das ist eine Großformattechnik mit Samttuch bis zur Hüfte. Ich bin total verhüllt. Und bei dem Bild erkennt man meinen Arm. Und wer mich kennt, weiß, das ist der Thomas, der hinter der Kamera steht. Ja, ich habe ein spezielles Verhältnis zur Kamera und zu Fotoapparaten. Ich stehe wirklich lieber dahinter. Da fühle ich mich deutlich sicherer als Beobachter der Szene. Und ich glaube, es geht mir so mit vielen Kollegen, dass sie nicht gerne fotografiert werden. Ein gutes Foto ist eins, was mich berührt. Also ich sehe das wirklich so ganz gefühlsmäßig, wenn ich ein Bild angucke, ob das ein Foto ist, kann auch eine Grafik sein, es muss mich einfach gefühlsmäßig berühren. Es muss irgendwas in mir passieren, was auslösen und dann ist das Foto für mich ein gutes Foto. Mir ist einfach aufgefallen, dass so Gruppenporträts immer nach dem gleichen Schema fotografiert werden. Das erinnert immer an die Klassenfotos, alle Leute stehen in Reihe und gucken. Ich habe mir einfach überlegt, gibt es Möglichkeiten, Berufsgruppen anders darzustellen, auch mit Symbolen aus ihrem Beruf. Und da nützt mir das Mittel der Inszenierung sehr viel. Ich kann einfach sagen, ich baue Requisiten auf, die Leute agieren mit den Requisiten und wir können das, was die Menschen tun, in einem Bild dann besser rüber transportieren. Ich lebe hier im Raum Kaiserslautern, bin Vater von zwei Kindern, die sind 8 und 14 Jahre alt. Wir leben getrennt mit den Müttern, das heißt, die Kinder sind zu 40-50% da, dann bei den Müttern. Ist manchmal schwierig, diese Situation, manchmal auch sehr schön. Ja, es gibt schon Momente, die ich dann wirklich bewusst mit meinen Kindern verbringe, dass man das einfach wirklich reserviert, weil ich dann festgestellt habe, wenn da keine Ablenkung ist von anderen Sachen, also kein Handytelefonat, kein Job oder sonst was, dass es einfach kurze, aber ganz wichtige Zeiten sind, die in Erinnerung bleiben. Genau. Und dann an der Seite am Ohr vorbeiziehen, genau. Ach, klasse! Ja, durch meine Kinder haben sich ganz neue Sichtweisen auf die Welt entwickelt. Und dadurch haben sich auch neue Fotoprojekte entwickelt, dass ich mich damit beschäftige, wie finden Kinder ihren Berufsweg, wollen sie studieren, wollen sie was lernen, kommen sie mit der Gesellschaft klar. Das sind Themen, die bedingt durch meine Kinder mich plötzlich interessiert haben. Und dadurch sind einfach auch Fotoarbeiten zu diesen Themen entstanden in den letzten Jahren. Diese harte Trennung zwischen Beruf und Freizeit existiert für mich in der Form eigentlich nicht, weil es gibt teilweise Jobs, die unheimlich zufriedenstellend sind und gerade so freie Fotografie für mich sowas von Befriedigung schafft, dass es nicht als Belastung oder als Job oder als Beruf gesehen wird, sondern es gibt dann Interaktion mit den Menschen und mit dem Gedanken des Bildes eine Sache, die unheimlich zufriedenstellt und zufrieden macht. Und das ist dann fast mehr wert als eine traditionelle Freizeit, wie man das so kennt oder sieht. Ja, eine Zeit, die ich absolut für mich nehme, ist zum Beispiel Gartenarbeit. Also ich habe Garten für mich entdeckt seit 2-3 Jahren, also eigentlich nur Gemüsegarten. Das sind Zeiten, die ich wirklich ganz allein verbringe, auch oft nach einem Job, der anstrengend war oder nervig war, wo ich als erstes mal so für eine Stunde in den Garten husche, eigentlich auch keinen sehen möchte. Dann merke ich, ich komme runter und habe so eine Ruhe und dann ist es gut. Das sind so Zeiten, die ich wirklich ganz allein für mich nutzen kann. Heimat ist ein schwieriger Begriff, das sind für mich eigentlich mehr Freunde oder die Leute, die Bezüge, die ich zu den Menschen habe. Die Landschaft hier mag ich, gar keine Frage, aber es ist nicht so, dass ich sage, ich müsste jetzt in der Pfalz leben. In der Freizeit finde ich es absolut klasse, mich mit meiner Familie und mit Freunden zu treffen, hier zusammen zu kochen und einfach hier zu sitzen und einfach Spaß zu haben. Das ist so, Essen zusammen, einen großen Tisch, wo Leute zusammen sitzen, miteinander kommunizieren, finde ich unheimlich wichtig. Wärme dazu, bisschen Kerzenlicht, Flasche Rotwein und das ist einfach perfekt und gemütlich. Auf einer einsamen Insel würde ich mitnehmen einen Kühlschrank für Rohmilchkäse und kaltes Bier, einen riesigen Einkaufswagen mit frischem Gemüse und natürlich eine Kamera.